300 Euro. Schlüsselbund und... Hätte ich mir ja denken können. Tja, was glaubst du, ist er anschaffen gegangen? Davon gehe ich mal aus. In der Gegend laufen ja genug Typen rum, die für solche Vorlieben zu haben sind. Ausweis war wahrscheinlich keiner drin. Nee, nichts. Nicht besonders viele. Was man halt so dabei hat, wenn man nachts ausgeht. Gut, dann spreche ich mal mit dem Zeugen. Ja. Was? Das ist Benjamin Strothmann. Er hat uns vor einer Dreiviertelstunde informiert. Morgen. Mein Name ist Klaus von der Kripo. Morgen. Du hast die Leiche entdeckt. Ja. Kein schöner Anblick, nicht? Mhm. Was hast du denn um diese Uhrzeit hier draußen schon gemacht? Fährst du Zeitungen aus? Ja, genau. Ich habe hier in der Ecke ja schon eine Menge gesehen, aber ein Toter war noch nicht dabei. Ja, ich kenne die Ecke ganz gut hier. Naja, dann wissen Sie ja, hier sind eine Menge bunter Vögel unterwegs. Hier gleich um die Ecke ist eine beliebte Schwulenbar, in der die Männer auch gerne mal in Frauenkleidern verkehren. Die kenne ich, die ist da vorne. Aber ich glaube, die haben bloß bis um 3 oder bis um 4 offen. Jetzt ist 6:30. Ah, hallo Doc, ne? Ah, die Kollegen. Na, wie ist es? Jo, ist gut. Danke. Aha. So sieht er also normal aus. Tja, kaum wieder zu erkennen, nicht wahr? Ja. Aber so wie es so aussieht, bist du fertig. Ja, stimmt. Ihr kommt irgendwie verdächtig oft genau zum richtigen Zeitpunkt. Manchmal denke ich, ihr habt hier irgendwo eine Ecke, eine Überwachungskamera installiert. Doc, glaub mir, wir können uns was Besseres vorstellen, als dir zuzugucken, wie du hier an den Leichen rumschnibbelst. Das glaube ich. Was denn mit der Tatwaffe? Es war ein Messer mit einer kurzen, schmalen Klinge. Könnte sich um Klappmesser gehandelt haben. Mhm. Hier, der Stich ging direkt in die Leber. Er ist dann verblutet, hatte keine Chance. Mhm. Todeszeitpunkt? Vergangene Nacht zwischen 3 und 5. Konntet ihr den Mann inzwischen identifizieren? Nein, bisher wird er auch nicht vermisst. Tja, kann man nur hoffen, dass ihn jemand in dieser Bar kennt. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. Abend. Besitzer der Kripo. Krass ist mein Name, mein Kollege Ritter. Es geht um einen Mordfall, in dem wir ermitteln. Der Mann wurde ganz in der Nähe der Barrierestochen aufgefunden. Ja, tatsächlich. Ja, gucken Sie mal. Kennen Sie ihn vielleicht so? Kenne ich nicht. Sehen Sie sich die Fotos doch mal genauer an. Kommen Sie. Ich kenne den Mann nicht. Das sind Frau Preuß und Herr Beer. Es geht um die Vermisstensache. Habt ihr kurz Zeit? Ja, kein so. Problem. Ja. Kommen Sie. Bitte schön. Wollen Sie Platz nehmen? Rietz, mein Kollege Herr Naseband. Schönen Tag. Hallo. Kleinen Moment, wohl noch einen Stuhl. Danke, Max. Schön. Bitte. Ja, dann erzählen Sie doch mal, wer wird denn vermisst? Mein Mann. Er ist vorgestern Abend noch mal weggegangen und wollte noch zu einem Lieferanten. Wir haben eine Metzgerei. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Und ich habe auch nichts mehr von ihm gehört. Und jetzt mache ich mir große Sorgen. Haben Sie ein Foto Ihres Mannes dabei? Ja. Und in welchem Verhältnis stehen Sie zu den Vermissten? Er ist mein Chef. Herr Bär hat mich hergefahren. Danke. Michael. Wenn Sie uns kurz alleine lassen könnten, ja? Wir möchten mit Frau Preuß reden. Wieso? Was ist denn los? Ja, wir haben was Wichtiges mit Ihnen zu bereden. Bis gleich. Frau Preuß, es tut uns sehr leid. Folgendes. Wir haben einen Toten aufgefunden und der sieht Ihrem Mann sehr ähnlich. Um Gewissheit zu haben, müsste man natürlich erst noch ein paar Untersuchungen anstellen. Ja, aber wenn Sie ihn identifizieren würden, dann könnte das die Sache natürlich beschleunigen.
Okay. Mr. Nothing's got a lot. He's got a lot to say. Das ist er, ja. Das ist Frank. Unser Beileid. Kommen Sie, wir fahren wieder zurück. He's good at being what he's not. And gives nothing away. Another day goes on by. Es ist Frank. Er wurde ermordet. Bitte nehmen Sie doch Platz. Können Sie mir sagen, wie das passiert ist? Ja, also genau können wir Ihnen das leider noch nicht sagen. Aber, naja, also fest steht, dass Ihr Mann in einer besonderen Situation aufgefunden wurde. Besondere Situation? Was meinen Sie damit? Ihr Mann trug Damenbekleidung. Wie bitte? Ja, er ist in Damenkleidern aufgefunden worden. Das kann nicht sein. Er war ein ganz normaler Mann. Das hat ihm jemand angetan. Sie glauben also, dass jemand Ihren Mann umgebracht hat und ihn im Nachhinein dann diese Frauenkleider angezogen hat? Ja, das glaube ich sehr wohl, um ihn schlecht zu machen. Ganz sicher sogar. Das glaubst du doch auch, oder? Ja, aber wer sollte das tun? Ich meine, hatte Ihr Mann irgendwie Ärger? Allerdings. Wir haben ständig Ärger mit Metzgerröck. Er ist seit 20 Jahren der einzige Metzger am Ort. Und jetzt haben wir seit 3 Monaten den Laden und seitdem macht er uns das Leben zur Hölle. Er tyrannisiert uns, wo er kann und macht uns im ganzen Ort auch noch schlecht dabei. Und Sie trauen ihm wirklich sowas zu? Dem traue ich alles zu. Der würde alles tun, um uns aus dem Weg zu räumen. Haben Sie uns nicht schon genug angetan? Mein Mann ist tot. Lassen Sie uns endlich in Ruhe. Was soll das? Geben Sie das her. Ja, das mit dem Mann tut mir leid, okay? Sie lügen, aber? Sie haben ihn doch auf dem Gewissen. Was soll das? Jetzt mal ganz ruhig, okay? Wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Das ist Holger Röck. Das ist der Metzger. Der Mörder meines Mannes. Ich habe keinen umgebracht. Meine Zettel kann ich verteilen, wo ich will. Okay, Ruhe jetzt. Wir sind von der Kripo. Verstehen Sie nicht, dass die Frau ihren Mann verloren hat? Was machen Sie eigentlich? Ja, was mache ich hier schon? Ich verteile meine Werbung. Ich pack das alles nicht mehr, echt. Nein, es geht schon wieder. Wir müssen den Laden aufsperren. Kommt doch sowieso kein Kunde. Sie Scheusal! Okay. Also, es ist gut, dass wir Sie hier treffen. Wir wollen sowieso mit Ihnen reden. So? Das würden wir gerne auf der Dienststelle weiter besprechen. Ja, bin ich jetzt ein Schwerverbrecher oder was? Nur weil ich so ein paar Werbezettel da verteile? Oder weil ich vielleicht die Wahrheit über die Idioten erzähle? Herr Röck, hier geht es nicht um irgendwelche Streitereien. Hier geht es um den Mord an Frank Preuß. Ja, was habe ich damit zu tun? Naja, der Mann hat Ihnen Konkurrenz und das Leben schwer gemacht. Ein gutes Motiv. Mhm. Und wie Sie drauf sind, was für Methoden Sie anwenden, das haben unsere Kollegen ja schon miterlebt. Ja und? So ein Aufstand wegen diesen Werbezetteln, also bitte. Frau Preuß sieht das ein bisschen anders. Sie sagt, sie hätten Sie und Ihren Mann monatelang terrorisiert. Wenn die das sagt. Herr Röck, hier ist ein Mensch tot. Jemand wurde ermordet. Und Sie profitieren davon. Also, ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, wo Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 3 und 5 Uhr waren. Ja, war ich im Bett, wie jeder normale Mensch eben auch. Das habe ich da nicht um 3 Uhr nachts da irgendwie auf der Straße rum. Waren Sie allein? Ja, wieso? Kein besonders gutes Alibi. Was meinen Sie damit? Ja, was meine ich wohl damit? Was glauben Sie denn? Jetzt hören Sie mal zu, ja? Ich mach da keinen Hehl draus. Ich weine dem Typen keine Tränen nach. Wirklich keine. Aber umgebracht habe ich den nicht. Vielleicht fragen Sie einfach mal die Frau. Was wollen Sie denn damit schon wieder andeuten? Die hatten Verhältnis mit dem Metzgergesellen. Und da war der Preuß der Bestände im Weg.